In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach euer LED-Tagfahrlicht so umkodieren könnt, dass ihr es als Coming Home nutzen könnt. Dazu geht ihr einmal in das Steuergerät 09 Zentralelektronik. Über die Zugriffsberechtigung gebt ihr den Code ein, 31347, und seid dann über die Zugriffsberechtigung bereit, in die Anpassung reinzugehen. Diese wählt ihr einmal aus und wir suchen uns den entsprechenden Anpassungskanal, den wir brauchen. Wir müssen das natürlich einmal für das linke Licht und einmal für das rechte Licht kodieren. Das ist wichtig. Lichtfunktion, und dann suchen wir uns jetzt hier die entsprechende Kodierung. LC5 Lichtfunktion C6. Diese steht noch auf nicht aktiv und die setzen wir einmal auf Coming Home oder Leaving Home aktiv. Wenn wir das soweit gemacht haben, müssten wir einmal den Dimmwert ändern. Da suchen wir uns auch den entsprechenden Anpassungskanal raus, in diesem Fall LC-Dimmwert CD6. Dieser sollte auf 0 stehen und dieser steht auch schon bereits auf 0. Das heißt, hier findet keine Änderung statt. Jetzt müssen wir noch eine Kodierung durchführen und dann haben wir quasi das erste Licht soweit umkodiert. Das heißt, diesmal gehen wir auf LC5 Dimming Direction CD6 und setzen das Ganze von Maximize auf Minimize. Das heißt also, von Maximal auf Minimum setzen wir das einmal runter und speichern das Ganze. Jetzt haben wir eine Fahrzeugleuchte, also ein Scheinwerfer, fertig kodiert. Das Ganze machen wir jetzt nochmal für die andere Seite. Das heißt im Prinzip jetzt nochmal die gleichen Kodierungen. Allerdings dann für den anderen Scheinwerfer. Das heißt, hier bearbeiten wir jetzt den rechten Scheinwerfer und deswegen beginnt das alles nicht mit LB, LC, sondern in diesem Fall mit RB, RL und so weiter und so fort. Das ist jetzt die Lichtfunktion für den rechten Scheinwerfer und hier setzen wir natürlich nochmal genau die gleichen Kodierungen an. Setzen den Anpassungskanal auf Coming Home, Leaving Home aktiv, den Dimmwert wieder auf 0, der wäre jetzt aber auch schon voreingestellt auf 0, das heißt im Prinzip, wenn der vorher schon bei einem Scheinwerfer auf 0 war, ist er in diesem Fall auch auf dem rechten Scheinwerfer auch auf 0, ihr könnt natürlich vorsichtshalber nochmal reinschauen, aber in der Regel braucht ihr dann hier nichts ändern und könnt diesen Schritt im Prinzip überspringen und dann nochmal den letzten Anpassungswert, den Anpassungskanal nochmal ändern. Mit der Dimming-Funktion das Ganze nochmal von Maximum auf Minimum runtersetzen. Das machen wir jetzt hier und das war's. Jetzt habt ihr beide Scheinwerfer kodiert und die Kodierung wurde akzeptiert und jetzt seht ihr auch schon, wie das Ganze dann aussieht, wenn ihr euren Scheinwerfer benutzt bzw. wenn ihr das Ganze einschaltet, das Fahrzeug. Und dort seht ihr schon, dass jetzt die Tagfahrleuchte angeht, statt die normalen Abblendlichter. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, liked gerne das Video, kommentiert bei Fragen. Und ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen VCDS-Videos mehr verpasst.